Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Vielleicht habt ihr schon mein YouTube-Video gesehen, in dem ich meinen Hot Tub vorstelle, den ich aus einem IBC-Tank gebaut habe. In diesem Video könnt ihr sehen, wie das Ganze in der Praxis funktioniert, wie man das Wasser etwas schneller warm kriegt und die Wärme gut halten kann und wie man kleine Schmutzpartikel vom Boden entfernt. Viel Spaß beim Anschauen. Dann habe ich den Ofen ja schon angemacht, obwohl die Kupferspirale noch nicht voll Wasser war. Oder nur Kondenswasser. Und damit die nicht ausglüht oder verglüht, schicke ich Wasser durch die Kupferspirale, damit das Kupfer nicht kaputt geht. Und es kommt schon ein bisschen lauwarm raus. Der Durchfluss ist natürlich zu groß. Nachher nehme ich die Pumpe unten ab. Wenn der Wasserstand über dem ersten Einlauf ist, dann nehme ich die Pumpe raus, dann saugt er von alleine an. Und jetzt ist es heiß. Und jetzt hier unten die Pumpe abnehmen vom Zulauf, was dann nachher nicht nötig ist, weil jetzt das Wasser durch die Kupferspirale treibt. Wird hier gleich ordentlich heißer Wasserdampf rausspritzen. Das dauert einen Augenblick, bis es die richtige Temperatur hat. Jetzt kocht also das Wasser in der Kupferspirale. Es wird unten angesogen, das kalte Wasser, und oben tritt ja das heiße Wasser raus. Muss man aufpassen, ist jetzt sehr, sehr heiß. Das fällt natürlich weg, wenn der Wasserstand über dem Auslauf ist. Dann zirkuliert das warme Wasser ja von ganz alleine und dann ist auch keine Verbrennungsgefahr mehr. Um die Schmutzpartikel im Boden, die sich ja unweigerlich sammeln, aufzunehmen, habe ich eine Kühlpumpe gebaut. Und zwar einfach eine günstige Teichpumpe, gab es mal bei Aldi. Und einen Stab dran gemacht, unten den Kork abgemacht, dass man richtig an die Schmutzpartikel rankommt. Und dann einen kleinen Schlauch, der den nach draußen führt, und so kann man also wunderbar den Boden reinigen. Hier sieht man also schon die Schmutzpartikel, was also auf dem Erdreich hochgekommen ist, durch die Pumpe läuft. Weil die Abstrahlung vom Ofen zu groß war und ich den nicht einmauern wollte, habe ich jetzt einfach mal Rotziegel gestapelt, in der Hoffnung, dass die Wärme speichern und nicht mehr zu viel in die Luft geht sozusagen, sondern mehr auf die Spirale und dann ins Wasser gehen. Einfach so locker aufgestapelt, nicht gemauert, gar nichts, das hält. Ja. Jetzt also schon angenehm warm. Ich müsste meinen, vielleicht 15 Grad. Das ist für den Anfang schon recht gut. Noch treibt die Pumpe ja das eiskalte Wasser aus dem Brunnen hier durch.
Und ich nehme an, das Brunnenwasser hat also nicht mehr wie vielleicht nur 7-8 Grad. Und das ist hier schon angenehm lauwarm. So, jetzt sind Vor- und Rücklauf unter Wasser. Unten läuft das kältere Wasser rein durch die heiße Kupferspirale und hier oben, da kommt das heiße Wasser raus. Man könnte das auch beschleunigen, indem man die Umwälzpumpe wieder unten reinsteckt und anmacht. Dann ist der Durchfluss natürlich schneller, aber wir haben ja Zeit. Ab und zu muss man jetzt beigehen und das Wasser umrühren. Steine werden auch schön warm. Die Energie geht nicht so nach außen. Damit die Wärme nicht so sehr entweicht, decke ich die mit so Styrodurplatten ab und dann kann es jetzt schön aufheizen. Die Pumpe lasse ich jetzt noch ein bisschen laufen, damit das Wasser zirkuliert. Dann brauche ich nicht umrühren und so kommt das kalte, tiefere Wasser auch noch an die Oberfläche und wird schön gemischt. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis bald mit neuen Ideen.